Hallo Leute, willkommen zurück zu FIFA 15 Karrieremodus mit Paris Saint-Germain. Heute spielen wir auswärts in Toulouse FC und wir nehmen das dritte Trikot, das rote, und die nehmen das heim. So, die Ausstellung. Ja, nehmen wir mal Pille mal heute mal raus, denn der ist bisschen kaputt, und tun wir mal Benzema heute mal am Anfang rein. Und okay, dann starten wir mal. 27. September 2014. Jo. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gegen Lyon gespielt oder so. Ich kann mich gerade nicht erinnern. Aber ich meine, das war ein Sieg. Ich weiß es nicht. So, erstmal hier das Spiel hier. Was wird das für ein Spiel werden? Die ewige Ungewissheit. Wir werden sie auflösen. Manni Breukmann und Frank Buschmann am Mikrofon. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier heute erwartet. Die heutige Begegnung FC Toulouse gegen Paris Saint-Germain. Und los geht's. Juhu. So. Hoffentlich mit einem Sieg. Denn wir wollen ja Meister werden. Gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. So, Kolarov, der Neuzugang. Cavani. Da wird der Ball abgefälscht. Und wir spielen auch Weltklasse, was ich ja geändert habe vor ein paar Folgen, weil wir halt ja immer nur gewonnen haben, und das ist ja keine Herausforderung für uns. Obwohl, jetzt geht es ja eigentlich auch, weil wir haben jetzt übertrieben Paris, und Paris ist ja nochmal nachgesetzt, und da hat er ihn wieder den Ball. Der Favorit in Frankreich, einer der Favoriten. Und jawohl. Muss ich erstmal hier reinkommen. Bitte attackiert. Benzema. Erstmal hier Benzema. KB. Unten läuft Cavani. Cavani. Ah, nee, das war fantastisch, wie er da schlecht gemacht. Das war enorm wichtig. Jo. Eckball. Können die da was draus machen? Wir machen es ganz leicht. Cavani. Und nochmal. Das war echt nicht gut gemacht. Jetzt machen wir direkt. Fahren wir den direkt rein. Und kein Tor. David Luiz. Thiago Motta. Schade. Schade. Die verstehen sich blind. So, dann Luis hatte eine Motta. Längere Durststrecke. Jetzt sind sie wieder am Drücker. Letzter Beweis dafür die Meisterschaft 2013 nach fast 20-jähriger Abstinenz. Und in den 90ern gleich 8 Trophäen für die Vitrine mit Spielern wie David Ginola, Juri Djorkaeff oder Georges Weah. Ah, über die Flügel. Du, da haben wir ja jetzt das über Paris Motta gelernt. Das sieht nach einer guten Möglichkeit. So, Motta, aus. Steht da jemand in der Mitte? Ja, nein. Er gewinnt den Zweikampf. Los. Oh, das war gut gespielt, aber die Ballannahme war nicht so gut. So, Caballé. Motta. Bale. Marquinhos. Spielen wieder von hinten. Dann Luis. Silva. Thiago Silva. Silva ist ja angeblich in FIFA Cavani der beste Innenverteidiger, oder mit einer der besten Verteidiger. Jetzt haben wir Benzema. Und 1-0 von Karim Benzema. In der 30. Minute. Ganz klarer Fehler in der Abwehrreihe. Und Benzema natürlich lässt sich die Chance nicht entgehen. Da haben wir und macht das 1-0. Damit haben wir, so wie es bisher gelaufen ist, wahrscheinlich schon die Vorentscheidung. So. Benzema.
Kolarov. Jawohl. Oh, und nee, das war nicht, von ihm ab und landet nicht ihm gut. 6 Einsätze, 26 Jahre alt oder so, habe ich nicht gelesen. Hab's aus Versehen weggedrückt. So, jetzt nochmal auf Benzema, aber der hat es nicht angenommen. Oder der ist nicht durchgekommen. So, Silva. KB. So, Benzema wieder startet hier. Und das gibt ein Freistoß. So. So, jetzt. Ich bin kein Profi. Ja, oh, da war doch ganz klar über die Mitte. Linie. Für den Torhüter. So. Vielleicht merkt man es mir an. Ich bin jetzt nicht der Pro-Gamer bei FIFA. Achtung! Oh nein! Schade. Schade, schade. So. Jetzt kommt wieder Bale. Und tschüss! Ja. Man kann das ja versuchen. 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Cavani. So, Cavani. Super gemacht. Caballé. Und da steht Motta. 2:0. Was für ein Tor. Was für eine Ballannahme. Der Italiener in der 45. Minute. Das 0:2. Für die erwartet bessere Mannschaft hat sich abgezeigt. Das war ein Traumtor. Oder, okay, ja, der Torwart hat richtig verpeilt. Aber trotzdem, was für ein Tor. Okay. Geil. Ich feiere das einfach. Geil. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. So, wie schön 2:0. Der AS Monaco führt auch. Sehr schwierig für sie, mit 2 Toren hinten zu liegen. Das macht die Kabinenansprache des Trainers ich will jetzt mal nicht leichter. Tippen. Rückstand daheim ist eh schon Käse. Und dann noch das Gegentor. Rechts außen mal ihn reintun. Und Pierre Lofier, Caballé. Jetzt hinten ein bisschen aufbauen. Und das ist der jetzt werden die bestimmt offensiver, Halbzeit. Denn die wollen ja nicht verlieren. Aber obwohl. Cavani, gutes, schnelles Passspiel. Die dort. Okay, die dort. Er spielt das war den schön Ball gemacht. Auf die Außenposition. Ui. Nein! Nein! Alter, was macht... Nein! Oh! Das war mal ein Ding hier. Eieieiei. Das meinte ich ja. Wir sollen jetzt... Wir müssen ein bisschen jetzt hinten aufpassen. Van der Wiel. Ja, Bale jetzt. Bale? Was? Sieht gefährlich aus. Jetzt könnte es klappen. Was? Wo schießt er denn hin? Ups, den verzieht er aber. Ja, aber da stand da auch alles andere als optimal. Was war das denn? Naja, egal. Wir führen ja trotzdem mit 7 Schüssen. Geil, 7 Schüsse haben wir. Was? Egal. So, hier ist mal Pirlo. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben, so leicht darf man es dem Gegner ob nicht ihr auch FIFA Ultimate Team sehen wollt. Das heißt, naja, Pack Openings oder Turniere, Liga oder Saison, eher gesagt, Spieler kaufen und sowas oder verkaufen. Und erstmal hier das 3:0 jetzt Verratti. In der 62. Minute. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt sind die anderen aber richtig am Boden. Ja, und zu Recht, ja, denn da kassieren sie das nächste Ding. Wo waren wir denn gerade? Ach ja, Ultimate Team. Könnt ihr echt mal schreiben. Zu deutlich ist die Führung.
Oh. Silber. Nein. Ja, super. Sehr gut. Aber hier Verratti klärt. Benzema. Benzema klärt hier. Nee. Hier kam Cavani. Cavani schafft das. Schafft das Cavani? Nein. Müsste aber ein Foul gehen. Eigentlich. Tja, ist was für eine Blutgrätsche. Jetzt komm. Aber was? Jetzt Benzema. Komm, lauf. 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 Nein. Nein. Falsche Taste. Nein. Doch. Nein. Das macht er. Ganz okay, das war ein bisschen verpeilt. So, jetzt wechseln wir mal ganz schnell. Lukas Ibrahimovic oder Lavezzi? Ich werfe Ibrahimovic. So, jetzt kommt der Schwede. Und halt Bosnien rein. Wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. So, Van der Wiel, ganz sicher geklärt. Sirigo, komm, wieder Van der Wiel. Und ja, das war eigentlich gut nicht so gut. Aber trotzdem, Bale hat nochmal den Ball jetzt greift er gewonnen. Cavani, Benzema. An Cavani. Aber wir haben noch den Ball. Souverän abfangen. Jetzt sieht er. Ah, der Schuss. Aber trotzdem haben wir noch den Ball. Wir haben noch den Ball. Oh, was für ein Schuss. Oder ja, gesagt, was für eine Parade. Hammergeil. Dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Cavani. Gute Flanke. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch besser. Aufpassen. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Cool. Thiago Silva. Andavi. Und ich weiß jetzt nicht, wann die Champions League anfangen, weil Paris ist doch eigentlich automatisch in der Champions League dabei. Oder wenn wir wieder Meister sind oder erst Meister werden, dann kommt, glaube ich, die Champions League. Und erstmal Van der Wiel mit da. Das ist jetzt seine Chance. So, jetzt. Spielt sich herrlich frei. Und nein, was war das? Was war das? Nein. Das war verpeilt. Hätte ich lieber abgespielt, aber ich war zu arrogant. So, Mata. Verratti, Bale. Auf Ibra. Ibrahimovic setzt sich hier ganz schön durch. Und Elfmeter! Geil! Müssten wir wirklich darüber diskutieren? Nein! Und wer schießt ihn? Ganz klar, Pirlo, ja. Ja, stark. Stellt er sich aber nicht sonderlich ja. Geschickt an. Nee, nicht Ibrahimovic, sondern Pirlo. Der Elfmeterschütze. Mehr als der übliche Körpereinsatz. Folgerichtig pfeift der Nein. Ja, wo ist der Pirlo? Ach, hier Pirlo, war da hier. Elfmeter, wo sollen wir hinschießen? Links, rechts oder? Jawohl! Was denn hier? Was für ein. Armer geil, Alter. Was für ein Elfmeter. Und wie er ihn hier rein. Im Winkel, ey, geil. Oh, das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Hammer. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen. Das und ist Pirlo. Sowas wollen wir hier sehen. Geil. Das sieht nicht gut aus. Und vorbei. 0 zu 4. Paris Saint-Germain. Geil. Ein weiterer Sieg. Auswärts da in Toulouse. 3 Punkte auf dem Konto. Das Ergebnis spricht Bände. Hier, aber Karim Benzema, glaube ich, ja, Spieler des Tages bei uns. Genau. Völlig verdienter Erfolg. Und das war's für die Folge. So, danke fürs Zuschauen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bye, Leute. Nach dieser wunderbaren